Dieser Prozess ist einmal so und einmal so. Man erwartet viel und dann kommt im Endeffekt nicht viel dabei raus. Keiner kann sich erinnern, keiner weiß von nichts mehr und viel wird verschwiegen. Ja, viele Gerüchte kommen, wer da noch verwickelt ist oder nicht. Also ich würde mir da mehr Offenheit wünschen, ja, dass man das, ja, wenn noch einige zur Verantwortung gezogen werden müssten, wenn ich das mal so sagen darf, dann sollte man das tun. Weil es sind ja die Angehörigen, die immer noch mit offenen Fragen kämpfen. Ja, haben Behörden etwas gewusst oder nicht? Könnte man einige Menschenleben noch retten, wie das meines Bruders? Ja, das sind so Fragen, die wo mich belasten. Mir ist es auch wichtig, dass die Menschen erfahren, wie es uns ergangen ist in den letzten Jahren. Und auch durch die Medien, diese Hetze. Ja. Wenn man denkt, man kennt einen Menschen und dann wird man durch die Medien immer so konfrontiert mit solchen Aussagen, dann denkt man sich, ja, vielleicht war er nicht so sauber, wie er immer sich ausgegeben hat. Und das will ich den Menschen auch damit sagen. Nein, der Theo war so, wie er war. Also da hat es auch nichts gegeben. Und da muss auch keiner irgendwie immer noch ja, denken, vielleicht war da was. Mir ist es wichtig, dass die Menschen wissen, dass mein Bruder ein wundervoller Mensch war und wir ihn immer lieben werden.